Hallo und moin moin aus Hamburg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen bei Thomaselektronik. Wir sind Fachhändler für gute Unterhaltungselektronik in Hamburg. Haben die Geräte, die wir euch vorstellen, live bei uns im Geschäft und natürlich auch in unserem Thomaselektronik Online-Shop. Wie immer mit herstellerunabhängiger Beratung und unserem mittlerweile von euch sehr geschätzten Support vor und nach dem Kauf bei uns. Was haben wir heute auf der Uhr? Nämlich den neuen Denon DRA 800. Den habe ich euch ja in einem früheren Video auf der High-End als Neuerscheinung bereits kurz vorgestellt. Heute wollen wir uns dem Gerät nun ausführlich widmen. Und was dieser neue Stereo-Receiver so alles kann, was er drauf hat, das checken wir jetzt. Und als erstes packen wir ihn einmal aus. Zum Lieferumfang gehören einmal das Netzkabel, die Fernbedienung mit den Batterien dazu, die Schnellstartanleitung, eine ausführliche Anleitung bekommt ihr auf denon.de und eine Antenne für UKW oder DAB-Empfang. Nun steht er also vor uns, der DRA 800. Ich muss sagen, ein sehr schönes Gerät geworden mit einem ganz klaren Styling und die Verarbeitung überzeugt. Die ganze Frontblende ist tatsächlich richtig aus Metall, also nicht irgendwie Kunststoff. Das fühlt sich alles richtig gut, satt und solide an. Die Bedienelemente, da sieht es wie folgt aus. Auf der linken Seite haben wir den Eingangswähler, mit dem die Quelle gewählt werden kann, den Ein- und Ausschalter. Und sehr schön, nicht in Menüs versteckt, sondern direkt auf der Front. Regler für den Klang, Bässe, Höhen und Balance. Dann haben wir hier noch den Kopfhöreranschluss. USB-Anschluss für Sticks oder Festplatten und den Lautstärkeregler. Direkt unterhalb des Displays seht ihr dann die Möglichkeit, die zweite Zone zu aktivieren. Da komme ich später noch zu. Dann auch die Quelle für die zweite Zone zu wählen. Hier könnt ihr nach guter alter klassischer Art Radiosender, die gespeichert sind, vor- und zurückzappen. Hier könnt ihr die Lautsprecher wählen, also Lautsprechergruppe A oder B, Speaker A, B. Hier könnt ihr den Status abrufen und das sind ganz trickige Tasten, die es auch auf der Fernsteuerung gibt. Dort könnt ihr mit sogenannten Quick-Select-Tasten eure Lieblingsquelle, Lautstärke und Klangmodus jeweils unter dem Platz 1, 2, 3 und 4 abspeichern und dann entweder hier oder wie gesagt mit der Fernsteuerung abrufen. Die Anschlüsse auf der Rückseite, da sehen wir die Lautsprecher Klemmen für zwei Lautsprecherpaare, übrigens auch für Bananenstecker geeignet. Dafür braucht man nur diese kleinen Kunststoffpnökel, die schwarzen, mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubenzieher herauszuhebeln. Darüber dann der Antennenanschluss. Das Gerät ist ja mit UKW und DAB Plus Digitalradio ausgestattet. Und in der oberen Reihe sehen wir dann den Phono-Vorverstärker für Magnettonabnehmer, sodass ihr euren Plattenspieler direkt anschließen könnt. Ein Vorverstärkerausgang für eine Endstufe, die eine zweite Zone befeuern soll. Dann haben wir hier zwei weitere analoge Kinch-Hochpegeleingänge. Und hier noch den Pre-Out bzw. die beiden Pre-Outs für Subwoofer. Analoge Digitaleingänge, einmal Coax, zweimal optisch. Wer bei euch kein WLAN nutzen möchte, sondern LAN nutzen kann, für den haben wir hier direkt den Netzwerkanschluss. Dann noch ein Anschluss für ein externes Infrarotauge, falls das Gerät versteckt eingebaut werden soll. Und jetzt kommt die eigentliche Überraschung. Ihr habt es ja schon hier gesehen, nämlich HDMI-Anschlüsse. Das heißt, der Stereo-Receiver lässt sich wunderbar mit euren Quellen verbinden, wobei sämtliche HDMI-Anschlüsse, wie schon bei Denons AV-Receivern bekannt, alle namhaften Standards unterstützen bis hinauf zu 4K 50/60 Hertz. Der neue Kopierschutzschlüssel HDCP 2.3 wird bereits unterstützt und dann haben wir natürlich einen entsprechenden HDMI-Ausgang mit Audio Return Channel, also ARC-Unterstützung. Hier oben seht ihr noch die WLAN- und Bluetooth-Antenne, also er empfängt auch Audio über Bluetooth und den Stromanschluss. Ich schlage vor, wir richten das Gerät einmal ein und dabei gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich für diejenigen unter euch, die gar nichts mit HDMI und Bild und solchen Sachen zu tun haben, die also einfach nur vielleicht CD oder Streaming hören möchten, für die ist eine Einrichtung
direkt mit dem Gerätdisplay möglich. Wir wählen jetzt mal die etwas komfortablere Variante, nehmen den Fernseher also als Monitor. Er startet direkt mit der Auswahl der Sprache, die wir mit Deutsch bestätigen. So, und dadurch sagt uns der Einrichtungsassistent schon so ein paar Dinge voraus. Wir haben natürlich alles angeschlossen, die Lautsprecher sind dran, Strom ist dran und jetzt geht's weiter. Er beschreibt, was er benötigt, der Receiver. Wir bestätigen Lautsprechereinstellungen. Hier geht es darum, was ihr angeschlossen habt. Hier wird sogar beschrieben, wie ihr die Lautsprecherkabel am besten anschließt, abisolieren. Oder wie ich es vorhin natürlich schon beschrieben habe, auch gerne mit Bananenstecker von hinten drauf. Nun werden die einzelnen Lautsprecher rechts und links verbunden. Habt ihr einen Subwoofer? Wir haben jetzt keinen, sonst würde er auch beschreiben, wie wir den Subwoofer anschließen. Links und rechts ja, Subwoofer nein, bestätigt er uns nochmal. Nun wird er jetzt uns weiterleiten, um Töne abzuspielen. Ob wir einen Ton vom linken Lautsprecher hören, den hören wir. Ob wir einen vom rechten hören, den hören wir auch. Und nun geht es weiter mit der Netzwerkkonfiguration. Wir haben kein LAN-Kabel aufgesteckt, also erwartet er gleich die Einrichtung über WLAN. Wir suchen unser Netzwerk. Wählen es aus und geben das Passwort ein. Passwort ist eingegeben, Verbindung ist erfolgreich und damit geht es weiter. So, wir werden wieder gefragt, ob wir einen Ton hören. Ich kann einen Ton hören, also geht es weiter. Jetzt könnten wir dem Gerät noch einen anderen Namen geben. Meines Erachtens ein bisschen verspielt, aber warum nicht? Wir bleiben mal bei DAA-800. Und wir möchten das Gerät auch gerne über eine App, über ein Netzwerk bedienen können. Automatische Updates wollen wir gerne erhalten. Sagen wir ja. Zeitzone wird uns vorgeschlagen. Zentraleuropäische Zeit, damit ihr die Uhr richtig einstellt. Falls ihr den Fernsehton drüber laufen lassen wollt, kein HDMI ARC nutzen möchtet, gibt es jetzt die Möglichkeit, im nächsten Schritt anzugeben, über welchen Weg der DAA 800 seinen Ton von eurem Fernseher erhalten soll. Das wird dann auch beschrieben. Und nun geht es weiter. Jetzt können wir einstellen, welche Eingänge wir benutzen möchten an dem Gerät und über welchen Anschluss das jeweilige Gerät, also bei Cable SAT zum Beispiel ein externer Receiver, eingespielt werden soll. Auch hier wieder die Beschreibung. Und auf diese Art und Weise könnt ihr natürlich, wenn ihr möchtet, auch gerne mit weiteren Anschlüssen verfahren. Wir sagen jetzt mal nach dem ersten Beispiel fertig. Wir stimmen die Nutzungsdaten zu. Und jetzt geht es darum, natürlich die Netzwerkfunktion des Gerätes nutzen zu können. Das ist mit der HEOS-App eben möglich, die ich euch gleich noch mal einmal kurz zeigen möchte. Die HEOS-App laden wir uns gleich mal runter und die Einstellung grundsätzlich ist jetzt schon mal abgeschlossen für den DAA 800. Jetzt haben wir also die HEOS-App installiert und wir starten sie einmal.
habt jetzt die Möglichkeit, verschiedene Geräte bei euch im Haushalt zu installieren. Heos Lautsprecher, Denon Marantz Produkte. Ihr seht schon, wir haben bei uns hier einige Geräte im Netzwerk drin. Der DAA-800 ist nach der Erstinstallation auch sofort in der Heos App zu sehen. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen Musik hören, zeigen mal, was uns die Heos App dann an Inhalten anbietet. Da seht ihr die Streaming-Dienste, TuneIn, das Internetradio, Spotify, Amazon Music, Napster, Soundcloud, Tidal und so weiter. Wir gehen einfach mal auf TuneIn, also Radio. Da könnt ihr dann eben nach entsprechenden Sendern suchen. Wenn ihr das einmal gemacht habt, könnt ihr die gesuchten und die gefundenen Sender dann eben auch gleich abspeichern. Und hier unter dem Punkt Favoriten links unten sind dann zum Beispiel einfach eure Lieblingssender, also das, was früher die Stationstasten waren. Wir wollen jetzt mal sehen, was der denn wirklich drauf hat klanglich und gehen jetzt mal in die Soundcloud-App und hören mal ein bisschen Musik darüber und schauen mal, was er klanglich kann. Das war ein erstes Musikbeispiel, klanglich wirklich großartig. Wir haben jetzt hier für unser Setup die KEV Q550 hingestellt, ein Lautsprecher, der so ein bisschen in Richtung Studiomonitor geht, also sehr ehrlich, sehr gerade, wenig soundig, sondern wirklich sehr HiFi-typisch. Und das Ganze klingt einfach sehr, sehr breitbandig, hat einen schönen, kräftigen Bass. Denon-Klangabstimmung etwas wärmer, also macht auch leise richtig Spaß. Insgesamt also ein rundherum gelungenes Produkt. Ein, zwei Dinge gestattet mir noch zum Schluss des Videos nochmal zu sagen. Das hatte ich vorhin erwähnt. Es geht um Zone 2. Also an diesem Gerät lässt sich eine externe Endstufe anschließen. Damit könnt ihr für eine zweite Zone Lautsprecher betreiben und könnt unterschiedliche Quellen hören, also Zone 1 meinetwegen UKW-Radio, Zone 2 einen angeschlossenen CD-Player und so weiter und so fort. Wenn ihr Denon Produkte live erleben wollt, besucht uns gerne im Laden. Ansonsten stehen wir euch natürlich per E-Mail unter der Thomas Elektronik Online-Shop-Mail zur Verfügung. Telefonisch erreicht ihr uns genauso gut. Und soweit bis hierher erstmal die Vorstellung des neuen DRA800H von Denon. Viele Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal, euer Thomas Orlowski.